Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Alderle. Ich stehe immer noch bei unserem Metallfinger hier. Hier haben wir ausgemacht gestern. Hier soll es weitergehen. Das letzte, was wir entdeckt haben, da ist schon wieder ein Zeichen. Vergrabenes Technologiemodul. Aber das sind wir ja jetzt nicht auf der Jagd danach, Leute. Das sind wir jetzt nicht auf der Jagd. Ich muss mich ja nicht von allem ablenken lassen. Was wir gestern entdeckt haben, und da freue ich mich tierisch, ein neues Tier. Tierisch, ein neues Tier. Wir gucken kurz rein, ich will es gleich hochladen, aber vor allem will ich gucken, wie viele wir... Vier Spezies haben wir jetzt hier, Leute. Vier Spezies haben wir jetzt hier bereits. Ich gucke nochmal hier durch. Da gibt es nichts anderes mehr, ne? Kann ich hier noch irgendwas? Nee, das heißt, uns fehlen jetzt hier noch zwei Stück, Leute. Aber hier gibt es jetzt zum Beispiel keinen Bonus mehr. 12 Pflanzenarten haben wir entdeckt. Doch, da stand was. Ah, abschließen, um 300 Units zu erhalten. Gibt es das hier auch? Vielleicht habe ich das bisher nur übersehen. Nee, ne? Das schaltet nicht um. Aber ich kriege ja für jedes Einzelne schon was. Also es lohnt sich. Wir haben 404er Nithaufen jetzt mittlerweile. So, Leute, ich mache mal ganz kurz hier eine mobile Reparatur vom Exo-Anzug. Einmal... Ja, hau das weg. Dann guck mal hier nochmal rein. Was aufgeladen ist, ist aufgeladen. Was sind eigentlich das hier? Wiederhergestellte Technologie, Kapazität 4 von 15, insgesamt 200.000 Units. Okay, okay, wie sieht's hier aus? Kann man da auch gleich ein bisschen nachfüllen? Jo, dann haben wir es erledigt, oder Leute? Also, jetzt ist halt das Problem, dass ich tatsächlich nicht weiß, ob ich am Frachter noch was machen muss. Aber, ist jetzt auch nicht so schlimm, falls ich jetzt da irgendwie die Hälfte übersehe oder nicht... Da jetzt kriege ich die. Kriege ich die, wenn ich langsam mache? Ich muss länger draufbleiben, habt ihr gesagt, ne? So, ich bleib mal drauf. Ich glaube, jetzt haben wir aber fast. Ja, haben wir wieder eins. 1600 Units hat es gegeben, Leute. Einfach mal so gescannt. Und jetzt fehlen uns auch nicht mehr so viele, ne? Noch ein Tier, glaube ich. Pass mal auf, ich gucke nochmal rein. Protokoll, Entdeckungen. Eine Spezies fehlt uns noch, Leute. Möglicherweise gibt es ja auch mehr Spezies hier. Aber uns fehlt jetzt nur noch eine. Dann haben wir das. Hier ist alles grün. Ich gucke natürlich jetzt immer wieder mal rum. Ich möchte das dann schon später also voll haben, ne? Schon allein wegen den zusätzlichen Einheiten, die man dann bekommt. So, nimm mal ein bisschen die Wasserstoff mit. Du sollst vielleicht umswitchen. Hä? Leute. Ist das Inventar wieder voll? Wieso geht denn das heute nicht mehr? Moment mal. Die Wasserstoff. Ah, alles klar, alles klar. Ich habe irgendwie gerade zu schnell gedrückt, als ich auf dem richtigen Tool war. Und deswegen hat er nichts angezeigt. Mann, Mann, ich dachte schon, ich habe es zerstört wieder. Mordit sollte man noch ein bisschen mitnehmen. Einfach für den Fall der Fälle, dass wir nochmal so eine Truhe aufmachen. Aber ich glaube, wir fliegen jetzt weiter, Leute. Ist jetzt genug Frachter, weil, Entschuldigung, mein Hals. Ich glaube, wir haben eh keine Nebenmission mehr, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz rein, spaßhalber, dass wir auch wirklich sicher sind. Wenn ich auf Protokoll gehe, Primärmission ist Erwachen, da ist klar, was wir machen müssen. Bei Sekundär steht hier nichts mehr drin. Das heißt, meines Erachtens haben wir den Frachter für die Quest untersucht. Da müssen wir nicht noch weitermachen jetzt. Wir gehen jetzt einfach. So einfach ist die Welt. Wir machen sie uns einfach einfach. Nimm ein bisschen Ferrit noch mit. Ferritstäuble. Ein Ferritstäuber. So, meine Lieben. Ja, komm, wir sind noch nicht mal 5 Minuten unterwegs. Das schaffen wir heute. Vielleicht kommen wir nochmal an der Raumstation vorbei. Dann verchecke ich auch mal das Gold und das Silber. Hallo, Schniebelgetier. Ich muss halt genau gucken, dass ich hier die Spezies, die letzte, finde noch. Die will ich noch irgendwann, Leute. Ich gucke im Himmel, ich gucke überall. Unterirdisch haben wir noch gar nichts gemacht, gell? Also irgendwann müssen wir in die Höhle. Guck mal hier, guck mal hier. Jetpack, 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 Potcheck. So, meine Lieben, heute wird's russisch. Nee, Spaß beiseite. Wir laden uns kurz auf und dann machen wir uns auf den Weg. Weil ich will echt weiterkommen mit der Quest. Ich will doch tatsächlich irgendwann auch mal ein Bodenfahrzeug. Oh, das Inventar wird langsam wieder voll. Und vor allem muss ich mir angewöhnen, Leute, dass wir zukünftig Strecken über 300 Einheiten zumindest fliegen. Da heizt sich jedes Mal zu Fuß rum
Und dann kommst du ja gar nicht zu was anderem, weil da entdeckst du links was, rechts was. Ist halt einfach so. Guck mal hier zum Beispiel, ne? Frachtkapsel. Aber ich habe jetzt echt genug Frachtkapseln gesehen. Ich dachte ja, dass hier noch irgendwas ganz Besonderes ist, was ich vielleicht machen muss. Bin gespannt, wenn die Kommentare auftauchen, was ich alles übersehen habe, ne? Aber hier, das sind doch die Ablagerungen. Das Ding haben wir untersucht. Ich glaube, wir haben hier alles. Wir fliegen jetzt einfach hier weg, Leute. Ach Gott, mein Gerätle muss ich wieder mitnehmen. Dich habe ich ganz vergessen, dass ich dich gebaut habe in der letzten Folge. Hallo. Ja, so ist es halt, ne? Pass auf. Wir übertragen das in den... Ja, hau das erstmal ins Raumschiff. Aufladen? Nee. Kann ich das jetzt hier nicht mehr rausnehmen? Bleibt das hier vielleicht einfach drin? Nein, das war falsch. Du musst mit der mittleren. Den haben wir eingesammelt. Dann können wir abhauen. Und einmal Treibstoff haben wir auch eingefüllt, die Tage, ne? So, Leute, komm, wir fetzen hier jetzt einfach los. So. Alles klar. Ja, Diggerle, da hinten musste lang. Guck mal aber, wie weit es ist. Ob wir tatsächlich nochmal kurz aus der Atmosphäre raus sollten. Wenn es jetzt hier 3 Stunden dauert. Nee, ist überschaubar. Morgen sind wir da. Was ist, wenn ich so mache? Nee, dann fliegen wir raus kurz. Oder kann ich hier das Ding starten? Das müssen wir jetzt mal fast gucken, Leute. So. Impulsantrieb offline, planetare Störung. Wir müssen tatsächlich über die Wolken. Machen wir das mal ganz kurz. Und ab hier, glaube ich, könnten wir es probieren. Schöne Geschichte. Jo, da sind wir schneller da, oder? Alter, was ist los? So, jetzt. Alles eine Frage der Routine, die hier noch kommen muss. La 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 la. Leute, mit dem Frachter, ich bin total unsicher halt, ob das wirklich nur war, um die paar Kisten da abzuräumen, ne? So, mögliche Ankunftszeit in 15, 14 durch die Wolkendecke durch. Dann drücken wir ganz kurz vom Boden E und dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht, meine Lieben. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Yo! Hier guckt man natürlich nach der letzten Spezies auch noch. Oh, das ist ja sehr interessant. Alterle. Wow. Das sieht genauso aus wie der gerade eben, gell? Ich habe nämlich schon gedacht, ich bin im Kreis geflogen, Leute. Jo, das ist doch derselbe. Alles klar, ist aber nicht so schlimm. Abgestürzter Frachter. Jetzt ist das Symbol wieder da. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur bleibt, das Symbol, ne? So, bevor wir jetzt hier in irgendwelche Durcheinandergeschichten kommen, baue ich unsere tragbare Raffinerie wieder auf. Ich fülle da auch schon mal was ein, dass wir ein bisschen Platz machen nebenbei. Ja, das musste, glaube ich, jedes Mal frisch machen hier. So, mein Freund, X. Und? Was haben wir denn, was hier rein kann? Radon? Kohlenstoff? Normalerweise Kohlenstoff, genau. Jag das mal durch, dann hast du ein bisschen was zu tun. Die Sache läuft, Leute. Ich würde sagen, naja, wir sind ja deswegen hergeflogen. Schauen wir uns das mal an. Hallo? Ich bin gespannt. Protokoll beschädigt. Unvollständige Aufzeichnungen verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack eines Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von den fehlenden Schaltkreisen eines längst vergessenen Ruine? Einer längst vergessenen Ruine. Ich finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern. Es blinkt und wartet auf eine Eingabe. Fordern wir das Protokoll an, meine Lieben. Das Terminal spuckt eine seltsame Zahlenabfolge aus, statt des... Oh, ich erinnere mich an die 16 Grad irgendwie. Spuckt eine seltsame Zahlenabfolge aus, statt das Protokoll des Schiffs anzuzeigen. Dann folgt eine kurze Nachricht. Die Anomalie kommt der Sterne wegen. Starten. Ab, muss ich mir sagen, ich hoffe, ich muss mir das nicht alles merken. An das Ende der Nachricht ist ein Bauplan für einen Hyperantrieb angehängt, Leute. Ich glaube, wir haben den. Ich extrahiere den Bauplan aus dem Computer, aber dieser Hyperantrieb-Bauplan ist für ein gewöhnliches Raumschiff und nicht für einen Frachter dieser Größe. Ja, ist ja gut, das haben wir ja gewollt. Jemand hat ihn nach dem Absturz hier platziert in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Neue Technologie entdeckt. Hyperantrieb, der einem Raumschiff Warpgeschwindigkeit und Sprünge zwischen benachbarten Systemen ermöglicht. Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte auf die Hyperantriebssysteme zugreift. 125 chromatisches Metall und 5 Mikroprozessoren. Da, 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 da. Leute, wir haben's. Wir haben das Teil.
wir haben das. Baue den Hyperantrieb. Kaufe in einer Raumstation Mikroprozessoren. Erforderliche Units. Öffne die Anleitung P, um zu lernen, wie du Geld verdienen kannst. Ah, da kann ich praktisch hier wieder gucken. Ja, ja, pass auf. Ich muss ins Raumschiff, kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Mikroprozessoren. Heißt es etwa, dass ich keine Mikroprozessoren herstellen kann? Ich nehme es mal an, ne? Ich dachte, die können wir schon. Ah, Projektilmunition. Oder kann ich vielleicht, habe ich vielleicht tatsächlich irgendwo welche und weiß es nur nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, hermetisches Siegel? Nee, er wird ja nicht sagen, geh die kaufen, wenn wir sie könnten, ne? Ah, pass mal auf, ich gehe mal ins Raumschiff. Haben wir vielleicht ein paar gesammelt? Dass ich erinnere mich voll dran, dass Mikroprozessoren... Technologie, Ionenakku, Kohlenstoff, den kann ich mal übertragen in unser Exo-Anzügle. Kann ich das eigentlich auch hier rübersetzen, wenn ich es wollte? Ja, das kann ich. Projektilmunition, Säure, nö, Leute. Also pass auf. Baue den Hyperantrieb, kaufe in einer Raumstation Prozessoren. Ja, dann fliegen wir jetzt zur Raumstation hoch, machen wir das nach und nach. Ich schätze mal, für chromatisches Metall haben wir noch einiges zu tun, ne? Raumstation, Handelsterminal. Ja, da haben wir natürlich schon vorgegriffen, weil ich da schon hin unterwegs war die Tage. Ist aber nicht so schlimm, ne? So, pass auf. Dich übertrage ich ins Raumschiff oder in mein... Wo übertrage ich dich hin? In meinen Exo-Anzug. So. Leute. Machen wir das. Bauen wir uns den Hyperantrieb. Wollen wir ja eh. Wir wollen ja eh, ne? Pass mal auf. Au, habe ich noch Stadt-Dings? Ich hoffe, wir haben noch genug, dass wir einmal wegkommen. Beziehungsweise, stopp. Einmal wegkommen, nachher hocke ich da oben und komme dann da nicht weg. Wir brauchen dafür eine Metallplatte. Das ist doch super. Das ist doch überschaubar, Alter. Eine Metallplatte hast du doch gleich gebaut. Verrittstaub. Idealerweise holen wir uns das noch kurz ran, Leute. Wo ist hier die Fauna? Beziehungsweise die Flora eigentlich. Ich sehe auch keine Tiere. Kurzen Moment, Leute. Bei mir bahnt sich ein Nieser an. Bitte Ohren zuhalten. Entschuldigung, ich rotze immer voll ab. Halt. Ich schneide es auch nicht raus, ne? Deswegen kleine Vorwarnung. So, weiter geht's. Wir scannen. Holen wir uns kurz Ferritstaub, 6 Stück. Ja, dann machen wir das. Oh, ein Riesenstein wieder mal, Leute. Ein Riesenstein. Wer nicht weiß, was ein Riesenstein ist, ne? Ein Insider schon, unser erster. So, Kohlenstoff. Kohlenstoff, Pilzschimmel, hier sind sie. Die brauchen wir. Die Ferritstaubteile hier. Ja, geil. Wir bauen den Hyperantrieb. Wir sind praktisch dran, den zu bauen. Da steht erforderliche Units 61.001 von 95.000. Möglicherweise haben wir noch nicht genug Units. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Units, Leute. Ah, nee, uns fehlen noch Units. Und deswegen kam auch der Hinweis, wie man Geld verdienen kann, ne? Das ist natürlich jetzt bescheuert. Das ist natürlich jetzt bescheuert, dass wir das noch nicht alles haben. Das kriegst du auch nicht eben mal voll, Alterle. Geh mal in die Protokolle. Erwachen, Meilenstein, Anleitungen, ne? Überlebensgrundlagen, Basisbau. Gefahrenschutz herumkommen. Achso, ich kann ja was verkaufen noch. Dann kriegen wir doch Units, oder? Handeln, Geld verdienen. Verkaufe im galaktischen Handelsnetzwerk Gegenstände für Units. So, baue wertvolle Metalle von Asteroiden ab. Analysiere wertvolle Ressourcen, bla bla. Missionen, extreme Wetter. Die Missionstafel auf Raumstation ist eine gute Einnahmequelle. Auf ihr findest du verfügbare Jobs. Sieh dir für mehr Informationen den Eintrag über Missionstafeln an. Handelsroute, Wirtschaft. Ja, also, wir gehen jetzt verkaufen, Leute. Ich nehme an, das reicht. Entdeckung hochgeladen, ist klar. Wir gehen jetzt verkaufen. Gold und Silber. Ich gucke jetzt mal eben, wie viel wir haben. Dass wir noch ein bisschen was dran heften können, bevor wir abheben, ne? Tiere sehe ich jetzt hier keine, aber wir kommen auch nochmal wieder. Wir kommen auch nochmal wieder auf unseren Startplanet. Auf unseren kleinen giftigen. So, habe ich die Raffinerie jetzt hier schon wieder aufgebaut oder habe ich die noch einstecken? Ich glaube, die habe ich noch einstecken, ne? Ja, ist klar. So, erstmal reinguckt, ganz kurz nochmal reingeschaut ins Raumschiff. Wir haben 52 Gold und wir haben im Exo-Anzug auch noch Gold. Das übertrage ich jetzt gerade mal eben ins Raumschiff.
Ausrangieren, bewegen und starten Objekte übertragen mit X ins Raumschiff. Und jetzt gehe ich nochmal ins Raumschiff. So, Leute, Gold und Silber, das werden wir auf jeden Fall verchecken. Wollte ich nicht gerade noch irgendwas bauen? Ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen. Ach ja, den Starttreibstoff. Naja, wir werden sehen, wo wir rauskommen. So, wo ist denn jetzt die Raumstation? Die müsste ja normalerweise jetzt hier irgendwo angezeigt werden. Hier oben, glaube ich, ne? Moment, ich guck. Ach, flieg einfach mal aus der Atmosphäre. Ich habe jetzt gerade überlegt, da vorne taucht es auf, Digga. Hier hinten. Du musst ja in den Gürtel da reinfliegen, ne? Hier. Kurz rüber. Und wir wollten noch ein bisschen was mitnehmen. So, mein Freund. Und dann hier den einleiten. Ah, herrlich, Leute. Herrlich. Wir kommen weiter. Wir haben den Hyperantrieb mehr oder weniger schon so gut wie in der Tasche. Wir brauchen noch Units. Dann können wir uns die Mikroprozessoren kaufen. Und dann müssen wir eigentlich nur chromatisches Metall farmen. Das machen wir dann zu Hause wahrscheinlich. Und dann bauen wir den und dann schauen wir uns mal in den Nachbarsystemen zumindest um. Verdient haben wir es uns, oder? So, lass mich mal überlegen. Ja, so 10 Sekunden vorm Auftreten, beziehungsweise vorm Eintreffen, stoppe ich kurz ab. Ich will noch ein bisschen Metalle farmen jetzt hier im Allgleich. Zeit haben wir nämlich noch. 3, 2, 1, 0. Und abstoppen. So, mein Dickerle. Hier müssten doch normalerweise die Dinger sein, oder? Guck mal, ob es ein paar hat hier. Hätte ich noch weiter rein müssen, vielleicht in der College hier. Guck mal, ob du den schon kannst. Gold und Silber, das verkaufen wir dann einfach. Vorne kommt ein Brüggele. Ja, jetzt kommen wir langsam erst hin. Jetzt, wo überhitzt ist. Silber. Gold ist, glaube ich, gescheiter, ne? Zumindest nach unserem aktuellen Stand, denke ich mal. Also hier auf der Erde ist Gold auf jeden Fall gescheiter. Okay, was haben wir gekriegt? Tritium, das brauchen wir ja sowieso auch, ne? Ja, einfach ein bisschen Farm hier. Lass mal 3-4 Minuten hier im All ein bisschen Zeugs reinsammeln, Leute. Dann bin ich zufrieden und glücklich. Und dann können wir in die Station rein. Und dann geht's weiter. Ist das dasselbe Spiel hier wie mit dem... Da war jetzt mal Gold dabei. Jawohl. Hier ist wieder einer, den nehmen wir auch. Kurz vorm Überhitzen immer wieder rausnehmen, ne? Weiter. Tritium. Ich verkaufe da jetzt einfach so viel, bis wir dann tatsächlich genug Kohle haben gleich. Silber. Hier ist nochmal ein bisschen. Hier ist wieder ein bisschen. Ja, ist es geil, dass wir den Antrieb jetzt gleich haben. Das freut mich. Also gleich wahrscheinlich mit der Folge morgen. Guck mal, unser Inkip, ne? Es ist schon ein schöner Planet von oben. Was ist das, was wir hier abbauen? Silber. Egal, komm, wir gehen jetzt in die Station. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich will jetzt weitermachen. Ich habe jetzt echt Bock, weiterzumachen. So, gib Speed, mein Freund. Wie weit ist das Ganze noch weg? Kannst nochmal einleiten. Lohnt sich. Ich muss draufbleiben, ne? So, meine Lieben. Machen wir nicht lang rum. Geh mal rein zu unserer Alien-Freunde. Freue ich mich drauf. Und dann will ich auch mal wieder heim. Digga, ich glaube, wir sind vorbeigeflogen. Ich glaube, wir sind vorbeigeflogen. Nee, Alter, da ist es. So. Ja, ja. Schön. Schön ranziehen, mein Freund. Ist ja schon irgendwie eine geile Station, ne? Stopp, langsam. Aber du kannst, glaube ich, hier direkt reinfliegen. Da müsste dich dann schon ziehen jetzt. Ich traue mich halt noch nicht ganz. Jetzt. Automatik. Jawohl. Okay, Leute, dann haut es uns jetzt wahrscheinlich gleich die Units wieder weg. Erstmal müssen wir verkaufen. So, mein Alterle. Hast du schön gemacht. Gute Landung. Bin stolz auf dich. Aussteigen. Jetzt bin ich mal gespannt. Zeigt es uns denn hier was an? Da hoch müssen wir. Also, dann gehen wir. Ich bin gespannt, Leute. Ja, Zeit haben wir noch. Wir machen das. Soweit wir heute kommen. Nee, langsam. Oh. Ich bin jetzt zu aufgeregt, als dass das hier gelingen würde. Ich nehme die Treppen, meine Lieben. Herrliche Geschichten spielen sich hier ab. Wir kommen immer weiter ins Spielgeschehen rein. Könnte man jetzt natürlich alle wieder anlabern.
Meint er dieses Gerät hier? Datenspeicher, Terminal des galaktischen Marktes. Ich nehme an, dass wir hier richtig sind. Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen vom Galakt. Das Problem ist, dass es wahrscheinlich das Raumschiff hier nicht anzeigt, ne? Leute. Verkaufen? Das ist das, was mir gehört, oder? Nicht mehr duftende Pheromonflasche. Warte mal, Sauerstoffkapsel. Ne, ne, was? Lemin? Leminium? Ne, hier, ich muss das Gold rausholen, glaube ich, unten aus dem Raumschiff. Ich dachte, das geht so, weißt du? Oh. Hier ist ja was los heute. Ah, ja, ja. Pass mal auf, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich nehme das Gold. Wie viele Exo-Anzugplätze haben wir denn? 3 Stück. Das heißt, ich kann das Gold hier in einen Anzug übertragen. Und das Silber eigentlich auch. So. Alles andere, Leute, warte ich mal ab, ob wir es noch brauchen werden. Cool wäre natürlich, wenn ich mir ein kleines Lager in der Basis aufsetzen könnte. Oder ein zweites Schiff irgendwann holen. Jo, Alterle. Das hätte mich normalerweise getötet, ne? Alter Schwede. Erschöpft, warte auf Aufladung. Ja, ich lasse ihn schon wieder rennen hier, den armen Kerl. Du bist ein Gag, du musst das können. Schalalalala. Servus, wir kennen uns noch vom letzten Mal, mein Freund. Also, jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt sind wir mal gespannt. Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. Und da müsste jetzt normalerweise Gold drin sein, ne? Gold, Leute. Für 35.000 verkaufen. Oh, ich dachte, das bringt mehr. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe noch was anderes verkauft, das danach drauf war. Ich hoffe, das war Silber. Leute, was habe ich denn jetzt verkauft, bitte? Gut, der eine Vorteil, den wir haben, ist, ich weiß nicht, was ich verkauft habe gerade. Muss ich nachher beim Schneiden gucken. Aber ich kann ja alles wieder farmen. Und wir haben genug Geld jetzt, Leute. Kaufe in einer Raumstation 5 Mikroprozessoren. Probieren wir mal, ob das auch hier geht, im galaktischen Markt. Mikroprozessoren. 2, 3, 4, 5. Ja. Wir haben es gemacht. Die Units gehen weg. Wir haben es gemacht, Leute. Sammle Kupfer, 250 Stück. Lokalisiere große Kupfervorkommen auf Planeten. Scanne Planeten vom Weltraum aus. C, um verfügbare Ressourcen zu erkennen. Freut ihr euch für mich? Könnt es ruhig sagen. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder heim, Leute. Weltraum Trucker. Wollen wir was verdient haben? Geile Geschichte. Also, komm, wir gehen auf Inkip in unsere Basis, Leute. Ich scanne jetzt aber mal ganz kurz von oben nochmal auf den Planeten. Gucken, aber ich glaube, da hatten wir damals auch das Kupfer her, ne? Haben wir vielleicht sogar schon Kupfer? Ist das mein Raumschiff hier überhaupt? Ja, ne? So, meine Lieben. Ja, komm, wir gehen noch zusammen heim, dann geht's morgen hier weiter. Hier müsst ihr eigentlich lange auf W bleiben. Ist der Hammer, wie ich das halt nicht geschnallt habe, ne? So, pass auf. Inkip. Da vorne ist unsere Basis. Wenn ich jetzt C drücke. Kobalt, Uran, Kupfer. Ne, ist klar. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt wirklich heimfliegen, Leute. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, ich habe das Silber verkauft. In dem Moment, muss ich aber sagen, hat das Silber richtig gut Kohle gebracht auch, ne? So, Leute, wir hauen ab. Denkt dran, dass wir Starttreibstoff herstellen müssen, wenn wir wieder daheim sind. So. Ist das cool? Ist das geil, das Spiel, oder? Wir gehen da hoch, verkaufen, verchecken, machen rum. Jetzt brauchen wir 250 Kupfer. Hey, wir fliegen kurz heim, so nach dem Motto. Kurz was aus dem Kühlschrank holen, ne? Würstchen gegessen und dann geht's weiter hier. Finde ich super. Oh, machen wir langsam. Ich will mal ganz kurz was gucken. Hat nämlich auch in den Kommentaren ja gestanden, mit dem auf dem Planet draufgehen, um zu sehen und so. Ich will mal eben was schauen. Ist das der Mond? Also in Anführungszeichen, ist ein Planet, habt ihr natürlich schon recht. Ist kein Mond. Das ist, welcher ist denn das? Ich, im Moment sehe ich gar nichts. Kann das sein, dass ich schon zu nah... Der müsste doch jetzt normalerweise hier angezeigt werden, oder? Ich glaube, ich muss weiter raus. Ja, ich glaube, ich bin zu nah schon am Ding gewesen.
Ich gehe nochmal raus, ziehe es mir nochmal rein. Ja, hier, Gyarraha. Gyarraha, das war der mondähnliche in Anführungszeichen, weil er so ausgesehen hat, ne? Rein vom Aussehen, Leute. Salz, reines Ferrit und Kupfer würde ich hier finden. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt können wir heimfliegen. Jetzt bin ich zufrieden. So, stopp, 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 stopp. Du musst eigentlich so. Alles klar. Ja, Leute, macht das Laune. Es macht so Laune. 3, 2, 1 und aufhören. Perfekt. Willkommen zurück, meine Lieben. Ich freue mich so, dass wir jetzt dann wirklich das System auch mal wechseln können. Ich will mir einen schönen Planet suchen, wo wir wirklich dann unsere Hauptbasis aufsetzen erstmal. Wir werden in diesen zwei, drei Systemen, die wir jetzt dann wahrscheinlich entdeckt haben, auch bleiben eine ganze Zeit lang, ne? Es ist schön. Guck mal, da liegt doch gleich Kupfer. Brauchen wir noch nicht mal lang rumsuchen. Ja, und jetzt eh. Perfekt, hier. Genau vor der Hütte gelandet hier fast. Alles klärle, Alterle. Steig aus, du bist zu Hause. Dudel-di-del-dei, dudel-di. Was haben wir denn hier? Fortgeschritten hat, aber den können wir doch zumindest schon mal scannen. Gibt doch auch Punkte. Gibt doch auch Punkte. Flup, 200. Sammle 250 Kupfer. Das heißt, wir haben wirklich keinen Kupfer, Leute. Die Drohne, wir haben direkt bei einer Drohne gebaut. Ah, es steht halt noch nichts drin, aber ist ja halb so wild. Hier ist alles grün, ne? Die Tiere sind grün. Hier ist auch ein grüner Böbel. Ich sehe spontan keinen roten. Hier müssen wir tatsächlich noch ein bisschen unterwegs gehen, wenn wir alle Tiere finden wollen. Ja, hier können wir doch zum Beispiel tatsächlich auch morgen mal ein bisschen einräumen. Zumindestens würde ich sagen, die Geschichte hier. Ich glaube, das. Und da habt ihr gesagt, soll ich auch was machen mit, ne? Mit dem Signalbooster. Ich glaube, ich habe da nie wieder reingeschaut. Nahe Strukturen orten. Ich schaue einfach mal. Observatorium entdeckt. Danke an der Stelle auch für diese Hinweise. Das habt ihr mir nämlich auch geschrieben, das soll ich machen. Da unten ist ein Observatorium. Wie ich jetzt halt gerade mal Bock habe, da noch hinzugehen. Wir müssen es aber in die nächste Folge reinnehmen. Ist da noch ein roter Vogel? Nee. Ein Observatorium, Leute. Was ist das da? Das hat es doch gerade eben hier angezeigt, oder? Das ist voll weit weg, da müssen wir hinfliegen. Also, dann gehen wir morgen schauen, Leute. Für das Observatorium, wo ist denn das jetzt? Da hinten, ne? Das ist über 1000 Dinger weg, da fliegen wir hin. Und ich würde sagen, wir machen Starttreibstoff, weil das ist bestimmt leer. Und dann schauen wir mal morgen in aller Ruhe, ne? So, Leute, dann bedanke ich mich herzlich an der Stelle. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel wir brauchen. Ich gehe mal aufs Raumschiff. Startschubdüse, guck mal, das ist noch ganz voll. Ah ja, dann können wir direkt morgen losfliegen ins Observatorium, wenn es noch da ist, morgen nach dem Einloggen. Da bin ich tierisch gespannt drauf. Das weiß ich nämlich auch noch nicht so richtig. Nimm mal die hier weg. Und die hier weg. Alles klar, meine Lieben. Ich freue mich auf die Runde morgen. Morgen haben wir schon Bergfest, Mittwoch. Dann ist schon die Hälfte der Woche vorbei. Wir ziehen Richtung Wochenende. Ich freue mich tierisch auf euch. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann.